willkommen zurück bei meinem neuen Video. Ich bin heute wieder in puncto Nachtfotografie unterwegs und mich hat es in die Gegend um Mainz verschlagen. Und so stehe ich jetzt hier am Ufer des Rheins und im Hintergrund könnt ihr vielleicht schon die Theodor-Heuss-Brücke erkennen. Sie ist ein sehr, sehr bekanntes Fotomotiv von Mainz und das möchte ich heute einfangen. Und zwar nicht bei Tag, sondern jetzt eben bei Nacht, weil die Brücke ist so schön angeleuchtet und eignet sich einfach richtig geil für ein Foto jetzt genau zu der Stunde. Ich nehme euch jetzt mal mit durch die Einstellungen, aber muss hier noch das Ufer ein bisschen entlang laufen, um die richtige Position für meine Kamera, also den richtigen Winkel zu finden. Dann mache ich das Foto und dann geht's weiter. Mein erstes Testbild mache ich jetzt mit meinem Weitwinkelobjektiv, mit dem Samyang 14 mm. Mein Samyang hat eine 2,8er Blende, also ist ziemlich lichtstark und eignet sich jetzt für diese Brücke ziemlich gut, weil ich damit auch sehr, sehr viel von der Brücke und ja, der Landschaft hier außenrum gut drauf bekomme. Meine Einstellungen sind wie folgt. Für dieses Bild mache ich die interne Kamerastabilisierung, also oder die Objektivstabilisierung aus, fokussiere manuell hinten auf die Laternen. Sie kann ich ganz gut hier herholen mit der Displaylupe und lasse die ISO auf 100 und schließe die Blende auf F14. Und das mache ich deswegen, weil ich diese Lichter von den Laternen als Sterne auf meinem Bild haben möchte, weil die erscheinen für mich als Blendensterne einfach viel interessanter, wie wenn es einfach nur diese gelben Bobbel sind. Ja, und sonst fotografiere ich jetzt im Bulb-Modus mit meinem Funkfernauslöser und werde das Bild so circa 2 Minuten lang machen und sage, go for it. Kamera ist in der Waage. Warte ich 2 Minuten und dann schauen wir mal, ob die Perspektive eine geile war. Das Bild mit dem Samyang Objektiv auf 14 mm fand ich jetzt schon mal ganz cool, weil ich hatte jetzt auch ein bisschen was von der Steinmauer vorne drauf und eben die Brücke. Ja, als nächstes werde ich noch das 35 mm von Sony draufschrauben mit dieser 1,4er Blende und mache da auch noch mal ein Foto. Entscheidet ihr gerne unten in den Kommentaren, welches Bild für euch cooler kommt. Und danach werde ich hier das Ufer noch ein bisschen entlang laufen, um die Brücke auch mal von der anderen Seite zu fotografieren. Vielleicht ist das ja ein viel schönerer Spot und so ist es halt einfach beim Fotografieren. Man sollte ja, sich einfach Zeit nehmen, um das richtig coole Foto auch zu schaffen. Ja, sich nicht, also ich gebe mich da ungern zufrieden, wenn ich einen Spot gefunden habe und es gibt dann auch unzählige andere Kameraeinstellungen und Winkel. Also das treibt mich schon an und jetzt bin ich einmal da und mache jetzt einfach das Beste draus und dann am Ende sehe ich ja, ob das eine richtige Entscheidung war, darüber zu laufen oder hätte ich lieber hier noch 1, 2 Versuche machen sollen. Also bis gleich. Jetzt ist schon wieder der Klassiker passiert. Ich bin unter der Brücke durchgelaufen, um einfach mal eine andere Perspektive zu finden. Und dieses schöne Schlösschen, was an dem anderen Rheinufer zu sehen war, ist jetzt nicht mehr angeleuchtet. Die haben Punkt 23 Uhr die Lichter ausgeschaltet. Und jetzt kann ich dieses Bild leider nicht mehr machen, weil ich habe es mir einfach so vorgestellt, von dieser Perspektive durch die Brückenpfeiler das Bild zu machen, um da in der Mitte der Brückenpfeiler dieses schöne Schlösschen am anderen Ufer zu sehen. Also lasse ich es bleiben und starte heute Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden nochmal los, um am Rheinufer diese Rheinschleife zu fotografieren. Also das ist auch ein super cooler Spot und jetzt schlafe ich noch 3 Stunden und dann geht's los zur richtigen Landschaftsfotografie. Also bleibt dran, Freunde. Nach wenigen Stunden Schlaf bin ich jetzt aufgestanden, um nach Boppard zu fahren. Boppard liegt ca. 40 oder 50 Kilometer weg von Mainz. Bin auf diese Anhöhe hier gefahren. Unterhalb liegt jetzt der Rhein und macht hier einen U-Turn. Ich glaube, das heißt auch die Rheinschleife bei Boppard. Also da unten rechts ist der Ort Boppard zu sehen. Und dieser Spot hier ist unglaublich. Man hat ein geiles Panorama auf den Rhein und kann diesen U-Turn mit dem Weitwinkel ganz gut aufnehmen. Ich habe jetzt auch wieder das 14 mm auf der Kamera
um dieses Landschaftspanorama eigentlich nur mit einem Bild aufzunehmen. Vielleicht mache ich nachher auch noch mal das Bild mit einem 35 mm Hochkant, mache 4-5 Fotos, probiere ich aus. Aber schaut euch mal hier diese Kulisse an, diesen Wahnsinn. Und da im Osten geht jetzt dann gleich die Sonne auf. Leider ist es sehr, sehr bedeckt. Dabei habe ich mein Rolleistativ, das kann ich sehr, sehr hoch rausfahren. Ich stehe jetzt hier aber auf einer Bank, um einfach hier über diesen Zaun auch gut fotografieren zu können. Und das Bild mache ich jetzt mal auf einer 8er Blende, belichte 8 Sekunden. Da vorne geht die Sonne gerade auf. Ein paar Lichter sind unten in der Stadt in Boppard auch noch an. Eine Auslöseverzögerung. Mache jetzt mal das erste Testbild. Ein Blitz war jetzt auch davor noch zu sehen. Vielleicht habe ich den sogar drauf. Nee, leider nicht. Aber es sieht unglaublich schön aus. Unglaublich. Wenn ihr hierher kommt, um ein Foto zu machen, macht es tatsächlich zum Sonnenaufgang. Weil das Foto wirkt einfach so am geilsten, wenn da vorne über den Rhein die Sonne aufgeht. Und das muss ein super schönes Bild sein, wenn der Wolkenhimmel nicht komplett zugezogen ist. Also es ist echt unglaublich schön. Und eine Gastwirtschaft ist ja auch gleich in der Nähe, das heißt Gideonseck. Ja, Gideonseck, da kann man danach noch schön Bier trinken, wenn man länger bleibt. Aber jetzt haben die halt zu, ne? 6 Uhr früh. Mit ganz, ganz viel Glück, wenn sich da hinten die Wolken verziehen, kann ich den Sonnenaufgang vielleicht noch hier fotografieren. Das wäre natürlich der Knaller. Ach, ich würde mich echt freuen. Und es sieht auch gut aus, die Wolken verziehen sich so langsam. Hier ist gerade so ein Wahnsinnsgewitter drüber gezogen. Ah, unglaublich schön. Mit dem Weitwinkelobjektiv bin ich jetzt durch. Jetzt baue ich mein 35 mm auf die A7 III, stelle die Kamera hochkant ein und mache ein schönes Panorama und mache dabei vielleicht 5-6 Bilder. Einreihig oder zweireihig, das muss ich dann sehen, wenn ich die Kamera einstelle. Wichtig bei der Panoramafotografie, wenn man kein Panorama-Adapter oder irgendwas dabei hat, ist auf jeden Fall, dass das Stativ genau und exakt in der Waage steht. Weil nur wenn das Stativ in der Waage steht und man dreht dann den Kopf bei den Panoramafotos, kann auch Lightroom dieses Bild schön gerade zusammensetzen. Also das ist das A und O, dass das Ding super waagrecht steht. Ja, und jetzt stelle ich die Kamera mal ein. Genau. Ja, perfekt. Das Panorama mache ich jetzt aus 5 Fotos. Stativ ist in der Waage und dann mache ich das erste Foto, lasse 30% von dem Bild überlappen, zweites Foto, drittes Foto, viertes Foto, fünftes Foto. Ah, es werden dann 6 Fotos. Und los geht's. Auf einer 7er Blende bin ich jetzt bei ISO 125 und belichte gerade mal eine Sekunde circa. Zweites Bild. Und das Schöne ist, dass Lightroom diese Bilder super gut zusammensetzen kann, wenn alles in der Waage ist. 3. Und ich lasse immer ein kleines Stückchen überlappen, dann tut sich die Software viel, viel einfacher beim Stitchen. Ey, diese Gewitterwolke, die sieht aus wie so ein Atompilz da vor mir. Schaut einfach geil aus. Zack. Das könnte echt ein schönes Panorama werden. Und diese Gewitterwolke habe ich immer noch direkt in der Bildmitte. Also es sieht super interessant für mich aus. Cool. Wenn die Sonne jetzt noch aufgehen würde, oh, das wäre so ein Traum. Also hat was, würde ich sagen. Mit dem Sonnenaufgang hatte ich jetzt kein Glück, aber eine total geile, dramatische Wolkenstimmung war da vorhin zu sehen und bin froh, aufgestanden zu sein, hergefahren zu sein und das Bild ist auch im Kasten. Also es lohnt sich, vergesst nicht, Boppard, die Rheinschleife, hierher zu kommen, das Bild zu machen. Einfach super, super schön.
Jetzt geht's für mich wieder zurück an Ammersee. War mein kleiner Ausflug nach Mainz, um hier ein paar schöne Fotos zu machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Like für meine Arbeit oder abonniert meinen Kanal. Dann sage ich Servus, euer Sigi vom Ammersee.